Und da sind wir auch schon wieder zurück mit brennender Fackel, die können wir mal ausmachen. Zurück bei Conan Exile. Vielen Dank fürs erneute Einschalten. Ja, ich habe gerade mal versucht, mein Schwert auf Vordermann zu bringen, aber da sagt er mir, ich habe nicht genug Stein, deswegen müssen wir mal ganz kurz hier so ein bisschen den Berg malträtieren. Ich möchte zumindest mal das Schwert ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das Schwert wieder reparieren. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Material später für die anderen Sachen. Guck mal, dann können wir jetzt die Spitzhacke eigentlich auch direkt mal reparieren. So. Noch ein Positivaspekt, den ich dadurch jetzt gerade festgestellt habe. So, gut. Man kann Sachen auch in Anführungszeichen nur zum Teil reparieren. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Da vorne, ne? Weil das Schwert war nahezu zerbrochen. Und er hat es halt dann so ungefähr zur Hälfte repariert. Ich meine, wir brauchen sowieso ein paar Zier heute. Können wir das Schwert für benutzen. Ja, und er hat es halt so auf etwa halbe Energie gebracht. Was ich eigentlich ganz cool finde, so bist du nicht... Was ist das? Ein Humanoider? Ein Mensch? Aber der sieht aus, als wenn er eine Rüstung anhat. Das könnte wehtun, ne? Eieieiei. Warte mal, ich habe gerade so ein bisschen die Orientierung verloren hier. Da kommen wir her. Da wollen wir lang. Okay. Wir lassen den Menschen jetzt erstmal links liegen. Ich möchte gerne diese Stadt erreichen. Ach ja, ist doch gut. Wo bist du denn? Da war das Vieh, da hinten war. Okay. Verkrüppelt. Na, komm her. Zack, zack, zack. Zumindest kommen wir mit ein paar Tierhäuten nach Hause. Können wir uns so eine Fred Feuerstein Gedächtnishose anfertigen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass uns hier nicht plötzlich irgendwas entgegenkommt. Was so überhaupt nicht in unseren Plan passt. Wie viel Äste haben wir? 6. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Kannst du mich mal bitte hier in Ruhe lassen? Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Lagerfeuer bauen soll. Ach, da ist ja noch einer. Werden ja immer mehr. Okay, jetzt müssen wir gleich mal so ein bisschen regenerieren. So. Durst. Okay. Wie regeneriert der eigentlich Leben? So von der Quote her. Oh ja. Gut, da brauchen wir ein bisschen was. Wir können nochmal eben Vitalität. Ja. Rezepte lernen bin ich mir halt echt unschlüssig jetzt gerade. Wir könnten den Bogen lernen. Wir könnten Steindolch lernen. Eine Steinkeule. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bogen wäre natürlich gerade für die Jagd nicht uninteressant. Wenn wir regenerieren, können wir nochmal ein paar Stöckchen einsammeln. Hier sollte jetzt gerade kein Hund mehr rumkräuchen. Müssen wir da lang? Das sieht doch gut aus. Der Bogen wäre natürlich für die Jagd nicht uninteressant. Oder gerade um auch mal bei so einem Lager die menschlichen Gegner mal zuerst aufs Korn zu nehmen, ehe sie bei einem sind. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Aus St. Peter-Oerding oder was? Da war doch gerade nichts mehr. Geht doch mal alle weg. Kann ich mir jetzt eigentlich so... Boah, eine Fresse. Wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Ich meine, ist gut, so kriege ich ein bisschen Tierhaut. So. Darf ich jetzt mal bitte? Lagerfeuer. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen Stein. Das sollte ja jetzt echt das geringste Problem sein in dieser Gegend hier. Aber wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder irgend so ein Vieh an. Da nehmen wir noch ein bisschen was mit. Mal gucken, wie viele Kojoten, Hyänen sind es, glaube ich, ne? Wie viele Hyänen da jetzt gleich angewatschelt kommen. Ja, jedenfalls haben wir ordentlich Fleisch.
Wir müssen tatsächlich mal eben hier vorne nochmal so einen Baum wegholzen. Kann man den wegholzen? Ja. Wie Zuflucht. Das habe ich die ganze Zeit noch nicht verstanden. Warum blinkt das da oben manchmal auf? Okay. Lagerfeuer. Muss mal hier hin. So, Holz rennen. Und dann grillen wir uns mal ein paar Schnitzel. Aber ich bezweifle, dass das Holz reichen wird. Egal, den Rest müssen wir dann eh vergammeln lassen. So. Wie lange man unterwegs ist bis zu dieser Stadt, ne? Also die Karte, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur ein Biom erstmal ist, hat aber doch so ein paar Quadratmeter Fläche. Dann hauen wir uns nochmal hier so ein Schnitzel rein. Können wir gucken, was wir hier noch reparieren können, damit wir gleich dann mit vollem Elan weitergehen können. Kann ich das Fleisch auch reparieren? So. Ach komm, hier so ein bisschen Grünzeug einsammeln, während unser Fleisch auf dem Grill liegt. Ja, und dann schauen wir jetzt gleich einfach mal, was hier hinter der Hügelkuppe... Oh, kann ich den Baum fällen? Das muss ich gleich leider ausprobieren. Oh wow, eins ist immerhin schon fertig. Na gut, dann können wir auch erstmal ein Stück weitergehen und gleich nochmal zurückkommen. Die Richtung stimmt ja, ne? Ja. Wahrscheinlich springen uns jetzt gleich wieder irgendwelche Viecher ins Genick. Oder, ja, die nächste andere Option wäre gewesen, dass wir in so ein menschliches Lager reinstolpern. Hasen, Antilopen. Na komm, können wir jetzt nochmal einen auf den Jäger machen. Gibt es eigentlich Erfahrungspunkte, wenn man die killt? Weiß ich jetzt gerade auch nicht so wirklich. Scheinbar nicht wirklich viel. Komm mal her, Antilopi. Joa. Stufe 8. Was ist das hier eigentlich? Achso. Leider sieht man da keine Zahlen, aber der Balken hat sich jetzt auch nicht so wirklich bewegt. Dann gehen wir mal gucken. Ist die Frage, auf wie viel Fleisch wir jetzt hier warten. Wir haben nicht mehr so viel. Insofern gehen wir da vorne nochmal einen Baum holen. Ach guck mal, da ist wieder ein Hühnchen. Ist ja schick. Ja, ich weiß, es ist eine Hyäne. Scheiß der Hund drauf, komm her. Bäumchen holen. Mal hier so die Aufmerksamkeit der Tiere der Nachbarschaft auf mich lenken, indem ich einfach die wenigen Bäume, die hier rumstehen, direkt mal wegholze. Tierhaut, Tierhaut. Wie viel Tierhaut haben wir jetzt auf der Reise schon mitgenommen? So 96. Okay, das ist sogar gar nicht so verkehrt, weil wir haben ja gemerkt, dass die Rezepte hier echt nicht günstig sind. So. Und jetzt werden wir hier einfach aushacken und auf... Da vergammelt mir das Fleisch im Grill. Ja, gib mir denn sowas. Hack mich, du dumme Töne. Knochen. Knochen dürfen wir mittlerweile auch so ein paar haben. Knochen. Info. Von Schamanen für rituelle, zeremonielle Zwecke, Überreste, Opfer, Waffen, Rüstung, Knochen sind allerdings nicht... Ihr könnt mich doch mal... Wo ist denn jetzt schon wieder so eine Dreckshöhle da? Alter, die Respawn-Geschwindigkeit. Na gut, immerhin Level up. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich den Bogen oder das Bett machen soll. Eieieiei, nochmal richtig hinsetzen hier, einmal strecken und recken. Ja. So, eben das Schwert zur Hand. Lasst mich jetzt mal bitte einen Moment in Ruhe. Stärke, Beweglichkeit. Was vermacht ihr die nochmal? Bestimmt deine Bewegungsfähigkeit mit verschiedenen Kleidungsarten. Hat Auswirkungen auf Rüstung. Ja, Tragevermögen haben wir eigentlich noch nicht so wirklich ein Problem mit. Wir nehmen mal Präzision. Sehr schön.
Ja, und da wir jetzt Präzision geskillt haben, wäre es natürlich auch am naheliegendsten, wenn wir jetzt dementsprechend den Bogen nehmen, ne? Wie viele Punkte haben wir? 4. Aber das Bett kann ich trotzdem noch nicht machen. Warum nicht? Kosten 3. Warum kann ich das nicht lernen? Was brauche ich dafür? Den Handwerkerlehrling habe ich doch. Egal, wir nehmen jetzt erstmal den Bogen. So, und dann haben wir immer noch 2 Punkte übrig. Kerzenmacher. Leichte Handschuhe. Mich würde ja alleine schon interessieren, was man für so eine Kerze braucht, ne? Was haben wir hier? Akolyth von Mithra. Kostet 50. Ach, das ist wahrscheinlich wieder irgend so eine Glaubensgeschichte und weil wir ja Krom genommen haben. Was hiervon ermöglicht mir denn bitte das Bett? So, das verstehe ich jetzt nicht. Warum konnte ich den jetzt gerade nicht freischalten? Geht das erst ab Level X? Steindolch. Kerzen. Sparen. Aber andererseits wollen wir uns über kurz oder lang mal eine vernünftige Rüstung holen. So. Was brauche ich denn für Pfeile? Hey, Steine und Äste. Man beachtet 10 Äste, 50... Steine. Was? Oh. Warum bin ich so überladen? Ach so. Ich gebe nur einen 10er Stack. Okay. Das kann mal hier bleiben. Die reparieren wir. Die reparieren wir. Menschenfleisch brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich gerade. Oh, wir haben ganz vergessen, unsere Rüstung anzuziehen. Okay. Dann können wir die auch mal repairen. Was? Was fehlt mir denn? Okay. Müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Wir gehen jetzt erstmal ein Stück weiter. Aber wir brauchen dementsprechend wahrscheinlich wieder Fasern. Oder wir brauchen Zwirn, um das zu reparieren. Um zu reparieren, brauchen wir Zwirn. So, Hüngerchen haben wir nicht. Na gut, zumindest hat es doch jetzt leveltechnisch ein bisschen was gebracht. Jetzt müssen wir gucken. Ich würde jetzt so gerne mal versuchen, ob ich diesen Baum fällen kann, ne? Ach, okay, jetzt zeige ich das auch richtig an hier. Antilopenkopf. Warum habe ich einen Antilopenkopf in der Tasche? Egal. So, wir brauchen Äste und 5000 Steine, damit wir uns 3 Pfeile machen können. Müssen wir mal gucken, was wir überhaupt für den Bogen brauchen. Wäre vielleicht die interessantere Variante, ne? Fell, Zwirn, Ast. Okay, man beachte, ja. Ja, okay, dass man mehr Äste für Pfeile braucht, doch, ist vielleicht doch nachvollziehbar. Ja, jetzt ist die Frage. Wie kommen wir am besten in die Stadt? Wir gehen einfach mal hier lang. Ich vertraue lieber diesem breiten Weg. Ja, da müsste rechts gelegen jetzt die Stadt irgendwo sein. Ja, also, guck mal, da sind wir so ein paar Hündchen. Können wir da ein bisschen was farmen. Ja, kommt her, ihr Moppel. Mal durchschnitzeln hier. Ach, da ist auch noch einer. Guck mal hier, das ist voll unfair. Ich finde das nicht nett, dass ihr euch einfach so von hinten anschleicht. So. Wer weiß, wann wir mal froh sind, dass wir so viele Knochen und so viel Fell haben. Okay. Warten wir wieder auf ein bisschen Lebensenergie. Ja, jetzt ist die Frage, ist das eine Stadt, ist das eine Ruine? Am Anfang diese merkwürdige Stimme hat irgendwas von der Stadt gebrabbelt.
Schauen wir mal, zumindest kommen wir hier eigentlich ganz gut durch. Die Hunde sind jetzt nicht so problematisch, wie man denken mag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei und drei und vier, da geht noch was, das sag ich dir. So viel Fleisch, ne? Und das wird uns alles vergammeln. Und das finde ich echt ärgerlich. Okay, hier sind eine Menge von diesen. Ja, ist ja gut. Komm her, Dicker. So. Wo ist der nächste? Ach, da. Zeig dir euch mal einen mit der Kelle. Kommt noch einer? Nee. Jetzt ist aber mal gut hier. Hauen wir uns mal einen Schnitzel rein. Ja, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal einen Moment warten, bis wir hier so ein bisschen Energie regeneriert haben. Mann, das ist so ärgerlich mit dem Fleisch, ne? Aber hier auf der Ebene kann man auf jeden Fall gut jagen. Ich frage, das sah so im Augenwinkel aus wie eine Windmühle da hinten. Hier kann man auf jeden Fall gut jagen gehen. Es gibt hier die Antilopen, es gibt hier diese komischen Hunde. Die versorgen uns ja im Prinzip mit allem, was wir brauchen. Knochen, Fell. So, in welche Richtung gucke ich denn? Ich gucke in die falsche Richtung, aber da ist auch irgendwas, wenn man sich den Torbogen da anguckt. Aber ich würde jetzt viel lieber mal... Wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Ich würde mir jetzt viel lieber mal diese Ruine oder Stadt oder was auch immer angucken. Deswegen laufen wir jetzt nochmal kurz hier. Und machen hier den Cliffhanger, denn da gehe ich erst dran vorbei. In der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt mir gewogen, lasst einen Daumen oder ein Wörtchen da. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei Conan Exiles. Euer Quinn.